Hallo? Hola. Mensch, der das sieht. Du denkst, nein. Das ist mein Menschen Charakter? Das stimmt gar nicht. Sie wurden hinter das Licht geführt. Das ist meiner. Wir spielen einfach mal eine Runde. Haben gemerkt, so, das ist ganz lustig, wenn wir zusammen spielen. Und haben Lust bekommen. Was heißt lustig? Wird einfach nur salty? Nein, das ist sehr lustig. Ja, so, mir wurde gesagt, wir stehen gleich für etwas sehr Schönem. Oder nicht, also ich weiß es nicht. Was heißt, dir wurde gesagt? Das hast du mir gesagt. Das hat dir... Wer hat mir was gesagt? Ich hab's dir gesagt. Ich hab's dir gesagt. Yes. Mir ist egal, was ihr dafür tun müsst, Malgus. Findet Malgus und findet die Flotte. Lasst mich raten. Malgus hat die Kristallflotte. Leuten mit Prinzipien sollte man nie trauen. Großmoff, es ist Malgus. Im Holonetz. Ich befürchte das Schlimmste. Verehrte Sith, Bürger des Imperiums. Die internen Fäden des Rats der Sith und die Abwesenheit eines geradezu apathischen Imperators haben das Imperium jetzt schon zu lange geschwächt. Sith, Kinder der Sith und Krieger in der ganzen Galaxis. Ich rufe ein neues Imperium aus, das offen für alle ist, die nach Eroberung, Entfesselung und Leidenschaft streben. Was glaubt ihr, was er da macht? Der Rat der Sith wurde aufgelöst. An alle, die mich wie Darth Serevin unterstützen wollen, vergesst eure Titel und lasst mich euch zum Sieg führen. Jene, die sich weigern, werden sich unserer Tarnflotte stellen müssen. Noch nicht so lange. Der Imperator ist Vergangenheit. Seine Station und seine Macht sind in meiner Hand. Wir werden die Galaxis erobern, während er schläft. Kommt das Gejubel her? Hier jubelt niemand. Ich hab keine Ahnung, woher das Gejubel kommt. Malgus bringt ein paar gute Argumente. Das sind erst so ein Soundboard neben dran. Das Letzte, was das Imperium jetzt braucht, ist ein Soundboard. So, Wenn es Malgus gelingt, die Tarnflotte zu bauen, ist er so gut wie... Disco-Modus! Ich hab meinen Fuß angeschlagen. Aber dieses neue Imperium darf niemals siegen. Ich brauche eure Hilfe. Es geht schon gut los. Oh, hoffentlich blutet. Ihr werdet bekommen, was ihr braucht. Danke. Ich werde einen Notfallkriegsschlag. Ja, haut abgeschrubbt. Bereitet euch inzwischen auf die Schlacht. Er ist einfach komplett gebrochen. Treff mich dann in meinem Bunker. Digga, wie kriegst du das eigentlich hin? Ich weiß es nicht. Das drückt einfach den Pain aus, den ich in den letzten Tagen mit Desvitor hatte. So, wo geht's denn jetzt hin? Wir müssen mit irgendeinem Druiden reden. So wird er aber. Da sehen Sie den Unterschied zwischen Leuten, die Geld ausgeben und Leuten, die einfach kein Geld haben. Was heißt Geld ausgeben? Das Ding hat 4 Euro gekostet. Achso, 4 Euro ist kein Geld, oder was? Ja, es ist aber auch relativ billig. Ja, hab mal 4 Euro. Imagine, du hast keine 4 Euro bei. Imagine, du bist einfach durchgehend broke. Der sieht aber freundlich aus. Ja. 3000 Leben, die kriegen wir doch runter. Christian. Christian. Augenkontakt. Du weißt es. Augenkontakt. Alles, was Augenkontakt hat, gibt Stress. Dann mal los. Ich bin gleich da. Galaxis auf Malgus, oberste Priorität. Meine oberste Priorität ist einfach, dass ich Geld krieg. Am Ende kriegen wir wahrscheinlich, wir kriegen safe wieder weniger Geld als die Stadt. So wie der uns wieder abgezogen hat. 10.000 Belohnung, 20.000 Reparatur für die Rüstung. das ist halt richtig ekelhaft. Also, komplett ekelhaft. Kannst froh sein, wenn du 5 Euro gewinnen wirst. Gut, dass ihr euch uns anschließt. So einen Credit dazu verdient. Wissen über Malgus, den Verräter, die Gemüter etwas abkühlen. Er glaubt, er hat bereits gewonnen. Aber seine Vermessenheit wird ihm zum Verhängnis werden. Ihr habt recht. Ich mach's fertig, wie rot du bist. Ich habe Jahre damit verschwendet, ja, Malgus zu dienen. Ich bin rot. Der Digga ist einfach der Tomate. Ob ich an seinem Verrat teilhaben möchte.
Natürlich habe ich mich geweigert. Kann ich gleich ändern. Aber ich hätte ihn ins Gesicht spucken sollen. Können wir gleich ändern. Ein wahrer Imperialer hätte den Verräter an Ort und Stelle niedergestreckt. Er war an Ort und Stelle nicht da, Digga. Dieser verräterische Hund die getarnte Raumstation unseres Imperators gestohlen und ist in den Weltraum geflogen. Selbst wenn wir das vorgehabt hätten, hätten wir es nicht tun können, weil er nicht da war. Er war effektiv nicht anwesend. Seine Schiffe kamen praktisch aus dem Nichts und Truppenstürmen heraus. Alarmiert die Armee. Fordert Verstärkung an. Dieser feige Abschaum wird das Imperium nicht noch einmal in Verlegenheit bringen. Ja? Achso, okay, gut. Ich bin da. Wenn Malgus Tarnjäger hergebracht hat, wird das Imperium sich eins der Schiffe holen. Ihr habt recht. Ein Kommandojäger aus Malgus Flotte sollte die Koordinaten der Station auf seinem Navigationscomputer haben. Endlich unterläuft dem Verräter ein Fehler. Stehlt eins seiner Schiffe. Was heißt endlich unterläuft dem Fehler? Das war offensichtlich. Verborgener Raumstation fliegen. Ich hab 126 Dieser Plan ist eine Sackgasse. Wundervoll. Malgus ist so mit seiner Schadenfreude beschäftigt, dass er einen derart kühnen Zug niemals vermuten würde. Ihr braucht nur jemanden, der den Tarnjäger fliegen kann. Ihr habt ihn gefunden. Oh Mann, oh Mann. Es wäre mir eine Ehre, als euer Pilot zu dienen. Wir brauchen den besten Piloten des Imperiums für diese Mission, General. Ich war Kommandant der persönlichen Angriffsflotte des Imperators. Hat das was zu heißen, Digga? Ich werde euch nicht enttäuschen. Nur weil er noch nicht tot ist, heißt es nicht, dass er gut ist. General Hesker wird euch helfen, einen Tarnjäger zu übernehmen. Draufgeschossen, er ist tot. Ich werde mein Schiff sofort bereit machen. Du bist noch nicht tot, also etwas kann er ja. Hesker, er ist noch nicht tot, aber irgendwas kann er ja und das ist überleben. Dann einen Weg durch die Armee des Verräters, um ein Schiff aus Malgus vorzulegen. Aber der erste, der Rettungskampf zu sein, ist jetzt auch keine Qualifikation so. Zeigt Malgus, dass das Imperium stark. Wobei, Props an ihn, der war der erste in Rettungskanzler. Also, der ist schon zu Usain Bolt, aber ich glaube, der hat sich einfach so, weißt du, so, einfach ganz da schon dran gestellt. Der hat sich so einfach einen Stuhl neben dran gezogen. Hat direkt auf seinem Kommandopost also direkt an der so Rettungskapsel und Schleudersitz. Schleudersitz so einen Meter direkt rein mit 200 Sachen direkt in die Rettungskapsel geballert. Und rein in die Olga. If geht'sle. Auf Gutzi, Gutzel, Schmutzel, Schmutzel. Auf Gucci. Ja, auf Gucci-Basis, Bruder. Gucci-Basis. Auf Gucci-Basis wird dieses Terminal gehackt. Gehackt. Einmal ein Pin eingegeben. Haben kurz mal nach Malgus dran gefragt. Einmal Kapital Bras Kopf dagegen. Mit Gucci gehackt. Gebt den Befehl und wir lassen Feuer auf die Invasionsarmee herabregnen. Ich kann's kaum erwarten, Schmerz zuzufügen. Die Vorstellung gefällt mir. Wenn wir über dem Schlachtfeld sind, setze ich mich in den Schützengräben. Danach werde ich Unterstützung liefern. Das sind alles Bobos. Jetzt zum Kampf. Malgus, der Verräter, wird lernen, das Imperium wieder zu fürchten. Der gute Markus geklatscht. Der Markus. Markus, Malgus ist alles das gleiche. Markus, Sparkus. Weg damit. So, Moment. So, damit du dich nicht mehr aufregst. So, guck mir ins Gesicht. Ich bin jetzt immer noch zu rot. Ja. Ich hasse dich. Wo kommen wir denn hier raus? Also, hier vor. Aber jetzt gibt's sogar im Flashpoint ein Taxi. Wofür? Ich wünsche Ihnen ein sicheres. Ja, aber Leute, wir sind auf der Rodelbahn. Also die Eiswand, dann bröckelt ein bisschen was runter und er schlägt vielleicht darf Malgus. Das wäre aber ein geiler Tod. Einfach aber so random so ein Eiszapfen klatscht ihn auf den Kopf. Oh, Mann. Oder wie gestern, so Republikaner kommen und landen mit dem Schiff einfach auf. Ja. Würde ich feiern. Als du stehst da so komplett episch, ready Leute zu bekämpfen, auf einmal schlägt er so ein republikanisches Enterschiff hinter dir ein und macht dich weg. Das wäre doch echt einmal. Das ist so die Art von Humor, mit der ich leben könnte. Da hätte ich Bock drauf. Och. Da ist wieder so ein großer. Ach komm. Komm. Weißt du, wir hätten einfach callen müssen, so, Bro, guck mal, was wir da angestellt haben. Das war doch meine Idee, hier sind.
Aber. Für Leute, die wissen, was wir meinen, wir haben gestern einen Flashpoint gemacht, da kamen 5 Boss-Gegner immer wieder hintereinander in 3 verschiedenen Räumen. Das war einfach nur ein purer Abfuck. Ach, ich bin so durch auf Heldenmoment aktiviert. Warum ist bitte bestimmt bei mir da vorne Loot? Einfach hinter der Map. Hinterfrag's einfach nicht. Ich hab's auch gesehen, ich hinterfrag's einfach nicht. Wie kommt der da hin? Warum droppt der Sachen? Hast du gerade mit dem Stein angeschlagen? Ja. Probleme damit. Sehr, sehr hoch. Dann geb ich dir mal eine Ladung Steine ab. Yeah. Verpasst hier ein paar Mineralspenden. Hier, fang mal Stein in den Kopf. 200 Kilo auf deinen Nacken. Ah oh, ja, einfach wieder ein Genozid. Einfach da alles ausrotten, was wir sehen. Alles wegmachen, was einem von den Flinten kommt. Junge, an, aber er macht es einfach nicht. Schlag zu, Drindarzell. Für Imperator Malgus. Für Imperator Malgus kannst du bitte noch mehr Milchkuh hier auf anderen danken. Ja, was willst du machen so? Der war der Erste, der da ist, der sich für Posten gemeldet hat, so. Aber als schnellstes die Hand gehoben. Nee. Er hat wahrscheinlich die Hand gehoben und dann noch geschnipst. Oh ja, oh. Oh, das ist hart. Wünschen die da nur Schnips, direkt Abfall. Ich bin Häuptling Velaso Gretsch. Vereiniger der Kalisch-Stämme und Ruin des alten Imperiums. Meine Fresse, haben wir nicht vorhin schon so einen Typen wie dich weggemacht? Ja, das ist derselbe. Malgus, ich bin eine Schande für euch. Er hat's eingesehen. Oh, Nico, das hatten wir noch nie. Geschütze, die nicht Bosse sind. Ja, Geschütze, die mal nicht Streiter sind. Ja, sowas gibt es. Ja, schön weiterhaken. Einfach ignorieren so. Da können wir aber schon ein paar einfach von den Kristallen geben. So. Das wär schon nett. Schön, dass du da mal fast zum Kronen läuft einfach. Ja. Wir sollten so so Teamtouren machen. So schön. Synchron-Touren. Synchron-Leute, was? Synchron-Massaker? Das wäre eigentlich schon krass, so. Sehr krass. Synchron-Gladiatoren-Kämpfe, was für welche? So. Dann will ich mir auch Olympia angucken. Synchron-Gladiatoren-Kämpfe. Die Löwen Alter. Am synchronsten bekämpft hat gewonnen. Und nicht dabei stirbt. Das ist natürlich auch noch richtig. Ein Löwe attackiert mich, du willst aber gerade schlagen, ich müsste mich eigentlich verteidigen, ich geh drauf. Ach Gott, was soll die Scheiße da jetzt? Können wir den einen pullen und den anderen ziehen? Nee. Physikalisch. Nee. Also er ist den Schwachen von den beiden. Er ist nur hier so ein kleiner Stier. Wundervoll. Du geile Maschine. Damit gerechnet. Ich fühle mich von dem Gefecht oder Unterstützungswesen meiner Rolle als Tank etwas beleidigt. Oh nein, stimmt, ich hab ja umgespielt, bin ja gar nicht mehr Tank, ich bin jetzt zu D. Ich kann nur DD, es geht nicht anders. Ja, du hast ja auch mal rum. Ja. Ich hab ja auch süßen Fuß. Mit wundervollen Hühneraugen. Was für ein Fuß mit Hühneraugen, weißt du? Ein sehr schöner Fuß, sehr schön. Moment, den guck ich mir jetzt an. Wo willst du? Lass meine Hühneraugen mit Ruhe. Weil du die Hühner durch meine Schuhe sehen kannst. Ach, gut. Es ist ein Credit. Boah, definitiv hässlich.
Gegen was kämpfen wir denn jetzt? Weiß ich nicht. Gegen was hast du Stress angefangen? Ich hab Stress angefangen? Ich hab eine Kiste kaputt geschlagen. Ah, hier wollen Leute also Stress. Weil es Bonus ist und ich... Komplett ignoriert. Oh, da ist ein Boss. Ach, hatten wir ja noch gar nicht. Ne, hatten wir noch gar nicht. Ich bin geblendet. Ey. Oh, der hat schon wieder Ads. Meine Fresse, hört ey, doch auf. Ich hätte nur rumgeworfen. Malen. Ich hätte schon wieder welche. Wie soll ich meine Ruhe lassen? Ich hab Ruhe. Was? Dieses blöde Mistviech, Alter, kann er aufhören, die ganze Zeit irgendwie zu blenden oder so. Ja. Warum wirft er mich denn zweimal weg? Ey, jetzt wird er mich schon wieder. Es ist doch nicht wahr. Ey! Darf man einfach nicht nah an den ran oder was? Hallo. Wo müssen wir nachkommen? Jetzt bin ich schon wieder geblendet. Es ist einfach ein einziger Witz. Ein einziges Trauerspiel. Geht rauf jetzt! Halleluja! Bist du ein nerviges Viech, ey? Nee. Ein einsamer Sith, oh nein, lass ihn Freunde gehen. Nee, wir bringen ihn um. Okay. Ich meine, da wird das nicht. Ich guck mit! Ey, das ist das Dümmste, das ist eine fucking Maschine. Ganz. Pass auf, ich drück dir die Luft da. Oh nein, eine Maschine, die Luft braucht. Die Gegner sind deutlich, über uns mit ihrer Technologie. Diese Maschine hat eine Lunge. Sie ist zu mächtig. Maschinen atmen können. Oh nein. Hilfe. Weißt du, stellen so einen einzigen Billo in den Eingang, als ob der irgendwas aufhält. Hallo, der hat uns ziemlich zu schaffen gemacht. Mhm. Das erzählen wir seiner Familie vielleicht. Und das war's auch wieder. So, er hat sich bemüht. Er war stets bemüht. Los! Ihr Sohn konnte das ja eigentlich, aber er hat sich nicht richtig angestrengt. Wir wissen auch nicht, was da ist. Alles drauf da. Los. Komm schon. Weg damit. Es wird, wenn ich schon wieder auf die Map gucke, wir werden einfach nur wieder ganz viele Leute auf die andere Seite bringen müssen. Ich find's aber gut, dass wir jetzt wissen, dass wir mit einem Knopfdruck den Bereich verlassen können. Gestern hatten wir das Problem, dass wir den ganzen Flashpoint zurücklaufen mussten, weil wir nicht wussten, dass es diesen Knopf gibt. Oh. Ja. Ich wusste es irgendwo, hab's aber vergessen, weil ich mich eigentlich immer noch. Dass es da so einen Flashpoint-Verlassen-Knopf gibt, wie in den ganzen neuen Flashpoints. Ja, ihr müsst ja wissen, so. Er ist so der Veteran, ich spiele seit 2 Tagen. Das Problem ist, Spielen mit Sebastian hat mich dazu gebracht, dass ich die ganzen Start-Game-Sachen nicht mehr kann. So als ob ich einfach das Gift dafür wäre oder wie. Ja.
So, als ob es meine Schuld ist, dass du einfach Versager bist. Ja, es ist deine Schuld, dass ich kein Gedächtnis mehr habe. Das glaube ich eher so. Also da würde ich auch zustimmen. Ja, komm. Aber warum steht der hier einfach so rum? Weiß ich nicht. Ich dachte, es ist Sinn. Weißt du, dann stellt irgendwo einen Raum, wo er dich nicht mal sieht und denkt, er hilft irgendwas. Eigentlich war das so, eigentlich hat der Druide einfach irgendwas angestellt und die wollten ihn in die Strafecke stellen. hast du wieder auf den Teppich gebaut? Hast du wieder auf den Teppich geölt? Da liegen überall Schrauben rum. Oh nein. Ich habe eure Ankunft vorhergesehen, mein Sith Lord. Oh, Sana Ray. Willkommen. Ich hatte kurz die Assoziation mit Fagise aus Marvel, der Rote. Achso. Ilum ist mit imperialem Blut befleckt. In diesem Moment unterliegt aus was nochmal aus? Marvel, hier, Scheiße. Age of Ultron. Warcraft zu vernichten. Achso, was? So dreist und haben meinen Stützpunkt angegriffen. Meinst du Ultron? Hä? Nein, fuck, wie heißt der denn? Warte. Red Skull. Nein. Meinst du den? Junge, den, wo sie da davon, in dem Kühlschrank da gebacken haben. Ich bin haben. Darth Serevin. Die rechte Hand. Vision. Ja. Gesandter und Freund so. Der Sie wollen deinen Haarjäger. Danke, meine Liebe. Telsa Kru ist eine Voss-Mystikerin. Bald wird sie eine Vision erkannt, in der die Voss unter Imperator Malgus in Wohlstand leben. Dann werden sich uns alle Voss anschließen. Der feige Sith wird dafür büßen, diesen Titel angenommen zu oder haben. Oder die Schwester von der alten Uschi aus... Ihr habt gekämpft. Ich habe zugesehen und mich vor dem Sieger fuck, verbeugt. Wie ist das aber? Wenn das so Marvel. Ist, werde ich deine Vision mit dem fucking Trash Panda. Des neuen mit dem Waschbär. Hä? Oh Mann, warum kenne ich keine Namen mehr? Beobachte, wie ich den imperialen Abschaum vernichte. Die alte Tochter von Thanos. Ah. Die blaue, die ist einfach nur die rote Version. Das ist einfach der Alternativskin. So ein Alternativ. Das ist im Film einfach. Böse optische Quelle. Ich verpacke eine Farbpalette. Das ist bei Warframe. Ja, warum kriegt man keinen Kopfschmerz? Was soll das? Wie lange hält das? Jetzt mal auf, mit Kopfschmerzen zu haben. Ich krieg halt einmal fett Migräne gerade. Wieso Migräne? Spontan Migräne. Spontanabfall. Wenn ich irgendwann mal ein Spiel mache, es gibt einen Attack, die nennt sich spontan. So, auf einmal und dann lagen sie. Ja, das sind einmal Hues, aber übelst effektiv. Junge, warum mache ich das? Das ist ja richtig dumm gewesen. Ah, ich freue mich schon wieder auf die 20.000 Reparierkosten. Oh ja, freue ich mich auch. Warum habe ich denn jetzt Kopfschmerzen? Ja, aber ich hab's diesmal nicht. Ich kann draufhauen. Das baut ja eh wieder ein Kurs. So eh wieder ein Kurs. Und zack, Alter. Ach komm, das. Jetzt. Ja, einfach auf ich habe dich enttäuscht. Ja, du hast nicht nur irgendjemanden enttäuscht, du hast alle enttäuscht. Du bist aber eine komplette Enttäuschung. Gott sei Dank gibt es sie hier nicht mehr. Da kniet er sich hin. Ja. Da hat er Knieprobleme. Da wurde ich kurz zum Rentner. Da hast du es kurz im Knie. Ja. Die Attacke nennt sich auch Spontanrentner. Oh Gott. Serevin war ein Freund der Voss. Ich wünschte, ihr wärt an seiner Stelle von uns gegangen. Heska hier. Ja, passiert halt nicht alles, was man sie wünscht. General Heska. Ja. Hört ihr mich? Ich dachte, Serevin hätte euch vom Himmel geholt. Ich bin im letzten Moment abgesprungen. Rettungskapsel. Sag ich doch. Schleudersitz. Er hat einen Schleudersitz. Schleudersitz funktioniert prächtig. Hervorragend. Imperiale Truppen
sichern gerade das Fort. Wir haben Überlebende gefunden. Das nächste Mal, wenn ich dem schleudere, das Flugzeug baue. Verschont der, die Luke auf dem Dach öffnet sich erst 10 Sekunden nach Betätigung des Schleudersitzes. Keine Überlebenden, Hesker. Jeder, der Malgus unterstützt, muss für seinen Verrat sterben. Ich fürchte, damit seid auch ihr gemeint. Nein! Hättest du halt die richtige Seite gewählt. Ein gerechter Schicksal. Das ist halt wie so ein Bobo. Großmorf Regus plant bereits unseren nächsten Angriff. Sichert den Tarnjäger und bereitet euch darauf vor, den falschen Imperator zu töten. Können die mal so ein Flugzeug machen? Nicht so ein Flugzeug, so ein Schiff machen, das aussieht wie ein Viking-Schiff. Das finde ich ja richtig. Aber auch bitte so mit Rudern. Ja. Junge, sieh dir meine Beinarbeit an. Meine Beinarbeit. Junge, guck dir an, wenn ich mich drehe. Sieht so dumm aus mit dem Bein. Meinen Glückwunsch. Wir haben gerade die Neuigkeiten von der Front gehört. Der Verräter Serevin hatte den Tod verdient. Die Voss haben ihn schwach gemacht. Dank euch haben wir einen Tarnjäger in unsere Gewalt gebracht, inklusive der Koordinaten von Malgus getarnter Station. General Hesker bereitet ihn für euren letzten Angriff vor. Es gibt keine Herausforderung, die ich nicht meistern kann. Daran besteht kein Zweifel. Aber ich fürchte, wir haben wenig Zeit zum Feiern. Kurz nachdem Darth Serevin besiegt war, erhielten wir diese Nachricht vom Verräter. Gratulation, Großmoff. Eure Schergen haben mir Illum streitig gemacht, aber das ändert gar nichts. Ich habe mir die Ressourcen der Fabrik zunutze gemacht. Sobald die Droiden meine Tarnflotte gebaut haben, werde ich mit einem Schlag zerstören, was von eurem Imperium noch übrig ist. Ich kann es kaum erwarten, dem Verräter das Grinsen aus dem Gesicht zu wischen. Gut. Wir können es uns auch nicht immer noch länger zu warten. Ich find's immer noch schön, wie du bei allem anderen beim Reden den Vorhang hast, aber töten krieg immer ich. Ja! Unsere Flotte wird euer Schiff verfolgen. Ich bin nur für den Shit-Talk hier. General Hesker euch zur Station. Aber nur, ich hab nur das große Maul, aber du setzt es dann. Wenn ihr angreifen. Heute wird ein Imperium fallen. Sorgt dafür, dass der Verlust bei Malgus dem Verräter liegt. Auf zu Markus! Auf zu Markus. Wir klatschen diesen Markus. Ich hoffe, dass sich das hier wirklich ein Star Wars Fan anguckt und sagt, nein, Markus, ich Markus, seid ihr vom Obus? Ja. Ich bin einfach so ein Star Wars Fan, der übelst raged. Also ich meine, ich mag ja auch, kenne die Lore zum Großteil, aber ein bisschen Spaß musst du mir schon haben. Also wenn sich dadurch jemand wirklich angegriffen fühlt, dann kann er sich auch von mir aus wirklich verpissen. Also, no front, Markus, aber... Nicht Markus, ich gehorche nur hier dem Imperator Markus. Was Darth Serevin betrifft, tolle Arbeit. Aber das war nur die Ich hab mich auch gerade gefragt, wer hat denn den verprügelt? Was ist denn mit dem? Sein Schleudersitz ist ein bisschen zu schnell gezündet. Sobald ihr den Befehl gebt. Könnt ihr fliegen? Werden eure Wunden den Einsatz beeinträchtigen? Ich habe mich untersuchen lassen. Nichts außer dem Tod könnte mich daran hindern, mit euch für den Fall des Verräters zu sorgen. Aha. Jetzt macht doch nein, bleib weg. Zeit, ich flieg selber. Ich flieg selber, geh weg. Die Kleidung war doch vorher weiß. Hä, wir sind unsichtbar. Oh nö. Ey, Leute umbringen, geil. Hatten wir ja noch gar nicht. Hatten wir heute noch gar nicht, aber wir sind da lang. Ach, komm schon. Das sind einfach so Fluglotsen, die zeigen uns wohin. Warum hat er eigentlich so viele Anhänger? Das ist ja wirklich korrekt so, Alter. Das ist ja wirklich sehr vermarktet. Ich meine, er bezahlt nicht gut. Aber ja, vielleicht. Das ist aber generell so SWTOR-Logik. Du bist einfach irgendwann einfach der krankeste Motherfucker in dieser ganzen Galaxie. Aber trotzdem musst du dich irgendeinem von den beiden Parteien unterwerfen. Mhm. Ach, komm schon.
weiß, Social Distancing und so, aber nee. Komm mal her, wir kuscheln miteinander. Wo müssen wir hin? Ja, hä, runter. Wo bist du? Die Treppe runter. Da ist eine Treppe. Wer rechnet denn damit? Schon besser. Hä, wo bist du denn? Faktisch ist es eine Rampe. Ach, Rampe, Treppe ist alles das Gleiche. Nehmen wir runter, schubst du zwei. Was auch krass, aber wenn ich runterfalle, brech ich mir trotzdem die Knochen. Rampe, Treppe, Klippe ist doch alles geil, derselbe Spaß. Du warst dann bitte gleich auf die andere Seite, bevor du dich runterschubst. Guck mal, wie schön das hier aussieht. Überhaupt nicht nach einem Bosskampf oder nö, so. Gar nicht, ich rieche hier schon die Arena. Ich kann nicht helfen. Jäger sind hinter mir her. Haltet nach Verteidigungsgeschützen Ausschau. Imperator Malgus, grüßt euch. Ja. Wenn die auf uns schießt, einfach so eine Konsole hier aktivieren, dann... Ach so. Schieß auf. Ah, der kriegt ja gar keinen Schaden. Oh, ja. Ach nein. Man kriegt ja keinen Schaden. Das ist aber nicht gut. Hat wirklich mal zwei Roboter? Ja. Ah, wurde gekriegt. Wir müssen es einfach nur in den Reihen stellen, weil dann schießt es gegen eine Rakete auf den. Und dann ist es dann gut. Johnny. Nein. Johnny, warum? Warum, Johnny, warum? Warte, warte, Nico, da ist ein Knopf. Warum drückst du jetzt den Knopf? Das ist Bonus. Let's go! Ist es der Megazord? Was für ein Mega, was? Power Rangers! Sind die so? Ja, stimmt. Oh, ne. Ich glaub nicht. Ich glaub, die haben nicht irgendwelche unschuldigen Leute einmal. Warum sollten die uns angreifen? Weiß ich nicht. Das sind doch unschuldig. Das ist halt einfach ihr komisches Brain, so. Der steht aber nur rum und guckt die an. Ja. Na, das ist einfach nur so. Nee. Das ist nicht, was das tun soll. Ja. Oh, der hat sich vor Verwirrung selbst gemacht. So, da ist noch ein Knopf. Lass ihn einfach zu. Er geht schon wieder eine Schildkröte. Ja, es fehlt doch nur noch eine! Es brauchen wir nur. Ja? Also guck mal, der Loot da unten. Kannst du kurz warten? Ich warte. Verlaufen den ganzen Scheiß. Mach dich auf den Weg. Jetzt. Yes. Ist das mein Vater aus der Macht? Macht? Nein. Louis? Nee, du kriegst nie wieder. Bist du mein Pizzabote? Der auch. Nächstes Mal gibt's kein Trinkgeld. Dann gibt's keine Pizza.
schwätze dich nicht bei deinem Vorgesetzten an. Ich bin mein eigener Chef. Ah, bist du selbstständig geworden? Ja. Ah, hab mich schon gefragt, wann du die Pizzerie von Luigi bekommst. Ich hab's nicht bekommen, ich hab's geerbt. Ist Luigi tot oder wie? Ja. Unter ominösen Umständen gestorben. Es ging ja auch. Oh, was willst du jetzt? Das ist einfach Alien, Markus. Mit nur einer Bewegung werden unsere Fluxkanonen abgefeuert. Und das imperiale Großkampfschiff wird zerstört. Das Schisma-Kollektiv hat diese Kampfstation zum größten technologischen Wunder der Galaxis gemacht. Nicht einmal eure gesamte Flotte könnte uns besiegen. Die imperiale Flotte wird dieser Kampfstation die Luft abdrücken. Aber zuerst seid ihr an der Reihe. Haka! Haka! Ja! Ruhe, Fleischsäcke. Kennst du Haka noch aus den früheren Teilen? Den kenne ich. Der erste Schuss wird sie bewegungsunfähig machen. Der zweite wird ihre Eingeweide auf dem Boden verteilen. Das ist nicht dein Kampf, Druide. Kampf-Druide. Ich möchte einen Namen hören. Na los. Bemerkung. Ich bin HK-47. Kannst du bitte auf meinen Weltklasse-Joke eingehen? Nein. Von ich lasse den einfach so peinlich stehen. Tötungsprotokoll aktiviert. Darauf habe ich mich okay. Gefreut. Okay. Na, mach mir den Applaus. Ich will aber eigentlich noch gar nicht töten. Ja, zu spät, ne? Augenkontakt. Ich weiß nicht, was läuft. Alle, die Augenkontakt haben, müssen sterben. Oh, weißt du, was mir gerade einfällt, wenn wir so durchziehen hier gerade? Du kannst dir selber als Gefährten einen HK-51 holen. Aber da musst du so eine richtig behinderte Quest landen. Ich glaube, das muss ich mal irgendwann machen. Gab's eigentlich den nicht bei Young Republic? Also, der HK-47 ist ja der Gefährte von Rehmann gewesen. Ich habe beide gespielt und ich glaube, der kommt auch in beiden vor, ich bin mir nicht mehr sicher. Ich habe nie so lange gespielt, weil ich glaube, mittlerweile macht der eine nur noch, also der erste Teil nur Probleme am Rechnen. Also irgendwo sind zweimal ich stehe meistens keine. Laufen nur noch Leute rum, ich sehe aber nichts anderes als weiß. Alles gut. Ja, natürlich. Also der erste Teil, den kann ich gar nicht mehr spielen. Was denn? Ich hab's genau gesehen. Ich hab doch gar nichts gemacht. Oh, mal wieder Kanonen, die keine Bosse sind. Geil. Ja, aber es sind jetzt welche Rang Silber? Wie heißt das? Was ist das? Stark. Waffen! Verstärkung! Hilfe! Hilfe! Wachen, Verdeckung. Bitte, diese Dinge, die ich gesagt habe und HK, das war alles ein Missverständnis. Bitte lasst mich am Leben. Ihr seid ein Verbündeter von Malgus, dem Verräter, und habt das Imperium verraten. Er ist im Energiekern, Imperator Malgus. Er kommt! Kann der nicht noch Danke breiter werden? Warnung, ja, Bode. Mit Level 7. Lass mich nicht warten, Sith. Nico, komm mal, guck dir den Typen da drüben mal an. Der zeigt die ganze Zeit davor, aber da sind wir gar nicht. Ich glaube, der will auf die Fresse. Ich glaube, der ist einfach so ready, dass er halt sich eine coole Pose seit einer Stunde überlegt und denkt sich, oh, wenn die kommen, ne, dann stelle ich mich so hin. Was machst du? Da ist was. Also, noch lässt es uns in Ruhe. Ich habe so ein leichtes Gefühl. Lass mal die Steuerungskonsolen, die letzte Steuerungskonsole aktivieren. Ja, lass sie mal suchen. Ich glaube, wir sind nämlich an der vorbei. Ach, schön. Gefunden. Ja.
Das war ja aber auch so, da habe ich ja gar nicht drauf geachtet, dass hier eine Abbiegung ist. Nee, ich auch nicht. Auch gar nicht drauf, also ich habe beim Brain war da auch noch nie ein Gegner. Der ist gerade erst gespawnt. So, der Entwickler kam vorbei, hat den da schnell reinprogrammiert und gedacht, oh, tschüss. Wir sind auf der dunklen Seite. Ja, aber das lernst auch bei Darth Barras noch, warum sich manche Siths eine Sith-Wesenheit halten. Also das lernst du in der Storyline von Träger noch. Also, was eine Sith-Wesenheit ist. Hier. Schön. Ja, das finde ich tatsächlich richtig cool bei den Flashbots. Also das gibt ja auch so einen Boss. Da hatten wir auch der Black Talon, da, ja, dass wir dann die Flüche aktiviert hatten. Das ist tatsächlich cool. Epische Sequenz, let's go! Auf den Begleitern. Ihr seid ebenso stur wie das sterbende Imperium. Die hätte er sich mal bei sich behalten. Die hätte mal lieber bei sich behalten sollen. Ja, das willkommen in meinem Thronsaal. So viel Geschichte. So viele glorreiche Tage, die verstrichen sind. Der Imperator ist tot. Lang lebe der neue Imperator. Ihr seid nicht mein Imperator. Kniet nieder. Dr. Yu, I'm into that shit. Das Imperium vergeht. Bald wird es von Dekadenz und antiquierten Idealen dahingerafft werden. Und dennoch kämpft ihr gegen seine Heilung an. Erkennt ihr es denn nicht? Unser Überleben fordert ein neues Imperium, gestärkt durch Allianzen mit Fremdlingen und Toleranz. Soll das ein Scherz sein? Ich werde eurer Gesellschaft überdrüssig. Notfallwaffe. Energiekernüberbrückung aktiviert. Selbstzerstörung initiiert. Ihr müsst ja ziemlich verzweifelt sein, dass ihr die gesamte Station opfert. Dieser Palast ist ein Denkmal des alten Imperiums. Sein Opfer war unvermeidlich. Die Explosion wird eure Flotte auslöschen und nur ich kann den Zerstörungskreis deaktivieren. Sterbt oder besiegt mich. Das Imperium wird in jedem Fall neu geboren. Der will noch auf die Fresse, oder? Ja. Der hat uns gerade wieder zurückgeschubst. Neue Imperium.
könnte ich den Abzug folgen. Ja. Ich höre, nennt der Großmoff mich Malgus, den Verräter. Sagt mir, hat mein Verrat wehgetan? Ja, von dem Markt habe ich keinen Verrat erwartet. Ich habe der Plünderung von Coruscant nicht mehr so viel Spaß gehabt. Das freut mich. Irgendwie sehen mich hier gerade auf. Was denn? Der wird mir nicht helfen. Mehr kann ich auch nicht. Fühlt den Zorn eines. Der wirkt alle außer mich. Ich wirke zurück. Verdammt, direkt. Beeindruckend, aber das wird nicht reichen. Die ganze Chaos, mein Mauszeiger zu finden. Mega schlecht. Ich hätte euch auf Elum töten sollen, als ich die Gelegenheit dazu hatte. Das ist eine gute, Einschätzung seiner Größe. Migo! Ja, ich mach schon, schau dich auch noch drauf. Migo, das ist ein bisschen unangenehm. Das tut mir am Hals. Jokes und Judo stehst noch drauf. Da, da hast du einen guten Punkt. Imperium. Er ist tot. Oh, ich hab einen Titel bekommen, Thronbrecher. Der falsche Imperator ist entthront. Ich lasse nicht zu, dass ihr Malgus in den Tod folgt. Lego. Unsere Retter sind zurück. Lego. Imperiale in der ganzen Galaxis feiern euren Sieg. Malgus der Verräter ist tot. Ihr habt den falschen Imperator vernichtet. Das war nichts Besonderes. Das ist eine Untertreibung. General Hesker, eure Dienste für das Imperium sind wie immer tadellos. Was gibt es Neues vom Schlachtfeld? Unsere Flotte hat Verluste erlitten, aber die Überlebenden konnten entkommen, als die Station explodierte. Der Bergungsdienst durchsucht bereits das Wrack. Hervorragend. Im Gegensatz zu Malgus Behauptungen ist das Imperium stärker als je zuvor. In der Zwischenzeit verlässt die Herde des Verräters die brennenden Ruinen seiner ketzerischen Revolution. Malgus zerstörte Station wird als Warnung für all jene dienen, die an eine Rebellion denken. Selbst die Republik wird die Bezwinger von Malgus dem Verräter fürchten. Wir befinden uns in einer schwierigen Lage. Der Geheimdienst wurde aufgelöst, ein Großteil des Rats der Sith niedergestreckt und die Kinder des Imperators besiegt. Aber wir stehen an der Schwelle eines neuen Zeitalters. Unsere Stärke erholt sich bereits nach dem Sturz. Denkt doch einer mal an die Kinder. Das Imperium wird erneut die Vorherrschaft erlangen. Und das haben wir euch zu verdanken. Wie würde ich sagen? Vielleicht gibt es noch ein nächstes Mal, man weiß es nicht. Nico, dance ein bisschen ab. Na dann, schön mit Öl, würde ich behaupten. Willst du auch noch was sagen? Ich sehe das. Ich lasse kommentiert. Perfekt. Tschüss.